Also in den ersten beiden großen Schritten mit den beiden Namen Pieper und Ratzinger haben wir versucht, nochmal so den Problemhorizont, der sich ergibt, wenn man sich mit Totenliturgie befasst. Weil ich am Anfang ja versucht habe, dass man nicht nur direkt in diese liturgischen Texte oder in die Traditionen, in die Änderungen einsteigen kann, ohne diesen Hintergrund, ohne diese Grundlagen. Dann operiert man im luftleeren Raum. Und die holen einen dann trotzdem immer noch mal wieder ein. Deshalb habe ich in dem Punkt 2 noch einmal, ich habe das eben schon gesagt, lex orandi, lex credendi, also das, was die Glaubensüberzeugung der Kirche ist, schlägt sich immer in den Gebeten nieder. Und das, was sich in den Gebeten niederschlägt, ist die Glaubensüberzeugung der Kirche. Das ist immer eine Wechselbeziehung. Also so, dass es nie nur idealerweise ein dogmatisches Lehrgebäude gibt, also Katechismus, das ist richtig, kann man sich vergewissern, dazu gibt es ja auch einen Katechismus, und davon abgesehen, dann kommt ein breiter Graben und dann gibt es Texte, da basteln wir uns irgendwelche liturgischen Texte. Das ist aber natürlich heute in allen, fast allen liturgischen Bereichen immer noch nicht mehr so schlimm, wie es schon vor 20 oder 30, 40 Jahren war oder wie es in dem ersten Furor einer quasi liturgischen Erneuerung nach dem Konzil war, auch, das haben wir schon ein paar Mal beleuchtet, auch manchmal missverstanden und auch fehlgeleitet. Eine Erneuerung war, das will ich gar nicht für die gesamte Erneuerung sagen, Gottes Willen, der hatte auch viel Gutes und auch viel Richtiges. Aber dass dann jeder irgendwie anfing, seine liturgischen Texte zu schreiben, da ist diese Durchdringung im Grunde genommen aufgegeben. Und ich finde die, wenn man eine so kritische Bemerkung machen darf, die manchmal heute auch aufgegeben sogar bei offiziellen Ritualien. Also da müsste man auch nochmal eigens was zu machen, weil das wirklich ein ganz schwieriger Bereich ist, der ein bisschen in den Begräbnisritus mit hineinspielt. Der ganze Bereich der Segnung ist ein ganz sensibler Bereich, weil wir dann natürlich immer in der Verdächtigung stehen, das ist klerikal. Also mit der Frage, wer darf segnen? Natürlich kann ich immer etwas in Opposition bringen. Jede Mutter oder jeder Vater darf das Kind segnen. Das ist ja keine Frage. Dazu muss ich nicht zum Pastor gehen und um Erlaubnis bitten. Das ist keine Frage. Jeder Mensch, der ein Brot anschneidet, darf das Brot segnen. Also bei mir wird von heute noch wie zu Hause nie ein Brot angeschnitten, ohne dass man das Kreuz darüber macht. Mit dem Messer oder mit dem Daumen, wie auch immer. Das sind ja auch Formen von Segnungen. Aber wo sind dann die Grenzen? Ja, siehe Blasius-Segen, das gehört zum Benediktionen, das Aschenkreuz gehört zum Benediktionen. Etwa, wenn wir jetzt denken, das ist ja was neueren Datums, Adventkranz-Segen, haben wir jetzt im Gotteslob jetzt plötzlich ein Formular, wo man das selber machen kann. Wie so Selbstbastelanleitung, so ein IKEA-Dings. Wir basteln zuerst einen Adventkranz, dann segnen wir noch. Ja, merkwürdig ist das. Ja? Oder man kann sich jetzt auch selber den Reisesegen geben. Ich meine, kein Priester kann sich den Reisesegen selber geben. Ja? Ich kann mir auch nicht den Blasius-Segen selber geben, wobei ich manchmal schon Schwierigkeiten habe, es oft genug Jahre gab, wo ich keinen habe, weil ich keinen Mitbruder finde, der ihn mir gibt. Und da fehlt oft eine Reflexion dessen, was Segen ist. Und das hat sich zum Beispiel auch im Ritual niedergeschlagen. Das Römische ist noch grauenvoller als das Deutsche. Aber das Deutsche ist auch schon schlimm genug. Ja? Indem wir Angst haben, indem es oft, wenn man im Zweifel ist, zwei Gebete hat. Auch bis hin Palmsonntag, die Segnung der Palmzweige. Wenn man genau hinschaut, was gesegnet wird, sind es nicht die Zweige, sondern die Leute, die sie tragen. Da machen wir nichts falsch. So Leute kann man immer segnen. Ja? Aber was ist dann mit dem Auto? Da beten wir eigentlich beim Autosegen, auch wenn man genau ins Rituale schaut, für die Leute, die drin sitzen und fahren. Das ist natürlich kein Fehler. Aber wenn Sie sich jetzt fragen, wenn Sie mich bitten, das Auto zu segnen, wollen Sie eigentlich was anderes. Sie wollen, dass die Kiste gesegnet ist. Ja? Ah, das ist das magisch. Es gibt nicht wenige Theologen, die das sagen. Das ist ja wieder, das muss man für die Leute machen. Aber muss man ja nicht alles so laut sagen, aber das ist ein bisschen... Also können wir Dinge segnen?
Und so sind dann die Gebete auch. Ja? Dass wir uns, wir haben in vielen Punkten unsere Überzeugung verloren. Und das schlägt sich dann auch in den offiziellen Gebeten nieder. Also ein aufmerksamer, aber sehr unverdächtiger Beobachter der Szene ist Alex Stock. Alex Stock war lange Jahre Professor für, ich weiß nicht, ob das systematische Theologie für Dogmatik, auf jeden Fall in Köln, also de facto keine volltheologische Fakultät, sondern Lehrerausbildung, also ein ähnliches Institut wie hier. Ein unglaublich kritischer und produktiver Geist, der eine ganze poetische, glaube ich, erscheint immer noch, die letzten Bände, eine poetische Dogmatik vorgelegt. Ist wunderbar, weil der immer mit Texten umgeht und die Texte befragt, alte Texte. Man findet kaum etwas zu den O-Antiphonen, das werden Sie bei Alex Stock finden. Sie finden bei Alex Stock Bemerkungen, das werden wir heute noch kennenlernen, zu Dies Irae. Also, aber der ist, ich mag den deshalb so, weil der nicht, Gott sei Dank, nicht in so ein politisches Lager einzuordnen ist. Das ist jetzt nicht so einer, der aus der sogenannten rechten Ecke permanent herummotzt, ja, alles nicht gut, alles nicht richtig, alles muss sein wie früher, dann ist alles richtig, ja, das ist ja auch ein bisschen schlicht, diese Argumentation. Das ist aber auch nicht einer aus der sogenannten linken Ecke, der sagt, den ganzen alten Quatsch brauchen wir nicht mehr, den ganzen alten Zöpfe weg, ja, da kann ja eh keiner mehr was mit anfangen, sondern der hat sich Gott sei Dank die Kraft des Denkens und eines kritischen Urteils bewahrt. Deshalb mag ich den und empfehle den auch immer. Also, ich gebe eine kleine Kostprobe, die uns nochmal in das einführt, was wir jetzt in der zweiten Hälfte machen wollen. In diesem Büchlein steht auch in der Literaturanmerkung drin, Liturgie und Poesie zur Sprache des Gottesdienstes. Gibt es einen Abschnitt am Grab. Erstens, violett. Die violette Farbe, die viele Pfarrer heute zur Beerdigung anlegen, hält eine etwas verlegene Mitte zwischen dem alten Tiefschwarz des Requiem, an das die bürgerliche Trauergesellschaft sich ja weiterzuhalten pflegt, und dem Osterweiß, das am offenen Grabe schon glaubensstark Halleluja singt und die Totenmesse als Auferstehungsamt zelebriert. Da haben wir schon das ganze Programm im Vergleich zur Totenliturgie. Also wir haben hier das Tiefschwarz, das heute nur, ich bleibe jetzt mal wirklich bei den ganz klassischen Schubladen, nur noch verklemmte Konservative wie ich anziehen bei der Totenmesse. Ja, so. Dann gibt es die sozusagen irgendwie allen recht machen wollen. Es steht ja auch in den offiziellen Texten drin, man kann violett, man darf zwar auch schwarz, aber violett ist so, dass eigentlich, obwohl violett sehr festgelegt ist vom Farbkanon, was das ist, nämlich ist eine Farbe der Bußzeit, im Advent und in der Fastenzeit. Ich sehe jetzt direkt keine Brücke zum Requiem. Vor allen Dingen im Bußcharakter. Das lehnt man ja auf der einen Seite dann wieder ab. Oder halt direkt weiß. Also was soll das? Es ist ein Auferstehungsamt. Ja? Ist ja die Aussage, der Tote ist bei Gott. Dann können wir aber eigentlich, wenn wir das konsequent nehmen, wozu haben wir Heiligsprechungen? Diesen ganzen Zinnober in Rom kann man sich dann sparen mit Seligsprechung, Prozessen, einem eigenen zuständigen Kardinal. Der Papst muss irgendwas entscheiden. Da müssen die ganzen Diözesen, müssen da Ordensgemeinschaften, die baldowern in irgendwelchen Archiven darum, einen Advocatus Diabolus finden, ob es dann noch irgendwas Böses gibt. Da wird am Schluss jemand heilig gesprochen. Und dann zieht man die weiße Farbe bei dieser Heiligsprechung an. Wenn das jetzt alles in der Messe geht, wenn der tot ist, direkt ab in die Allerheiligenlitanei damit. Und schon, ja, aber das ist kein Witz. Ich könnte jetzt ganz viele Begräbnisangelegenheiten aufzählen, wo ich teilgenommen habe, die ich nicht gehalten habe, teilgenommen habe, wo vom Toten gesprochen wird, als das derjenige ist, der jetzt bei Gott für uns bittet und der für uns einsteht und der vom Himmel her uns hilft und sieht. Und das ist eine Heiligsprechung. Das ist das, was wir von den Heiligen sagen, dass sie bei Gott vollendet sind. Und dass sie bei Gott Fürsprache für uns leisten, so, das sagen wir von den Heiligen. Das sagen wir aber eigentlich nicht, normalerweise sagt die Kirche das nicht, von einem normalen Sterblichen. Das sind die Heiligen auch, aber die sind eben schon bei Gott vollendet. Aber was mit den anderen? So mit so einem 0815 Durchschnitt, wie ich einer bin, wenn ich jetzt heute Abend die Augen zumachen sollte und tot bin. Das ist sicher nichts mit heilig. Aber was ist damit? Das ist eine große, deshalb ist dieses Stichwort hier die verlegene Mitte. Ja? Also wir suchen so einen Kompromiss. Das eine will man nicht mehr,
mit einem merkwürdig theologischen, stichhaltigen Argument, das kann man ja heute so nicht mehr machen, ist ganz stichhaltig. Und so basiert, ja, so fundiert ist dieses Argument. Und dem, dass man automatisch gleich, also ganze Quatsch mit diesen Zwischenstufen und so, machen wir direkt Nägel mit Köpfen, ja, weiß, Auferstehung bei Gott. Mein Eindruck ist aber zunehmend, dass es auch schal ist, dass es eigentlich niemand tröstet. Weil es sich eben nicht in das Gesamtgebilde des Glaubens, lex orandi, lex credendi, einfügt. Wir können nicht jeden Sterblichen behandeln wie einen Heiligen. Ich meine, so viele Nischen hat ja auch eine Kirche nicht. Auch wenn wir jetzt irgendwie die Kirchen in Kolumbarien umwandeln und sozusagen in jede Nische einen reinschieben, aber das ist ja auch noch nicht die Aussage, dass das jetzt alles Heilige sind. Eigentlich nicht. Und trotzdem werden sie dann so behandelt. Das ist eine Schwierigkeit. Ja? Stock, das Violett ist der sinnfälligste Ausdruck einer eschatologischen Unsicherheit. Genau das ist es. Eine wunderbare Diagnose. Wir wissen nicht mehr, was wir glauben sollen. Und deshalb machen wir so Zwischendinger. So nicht Fisch und nicht Fleisch, nicht tot, nicht heilig und doch irgendwie bei Gott. Und so Zeug. So ist es. Ein Mischmasch. Nicht selten mit synkretistischen Elementen von allem irgendwie was. Ja. Finden wir bei vielen Sakramentenfeiern. Ja, das, bei viele, viele reichern das an, um irgendwie fremde Elemente oder irgendwelche Steine, die man herumträgt oder sonst irgendwie was machen. Weiter Stock, das Dies Irae, also die alte Totensequenz, ist offiziell abgeschafft. Die psychische Hypothek der Rede vom göttlichen Gericht scheint so groß, dass man, obwohl es im Credo steht, davon lieber absieht. Der kommen wir zu richten, die Lebendigen und die Toten, beten wir im Credo. Aber uns das jetzt so vorzustellen, dass man gerichtet wird, ach nee, war aber nicht schön. Passt dann gar nicht zum Streuselkuchen anschließend. Obwohl es Jahrhunderte gab, die konnten das gut verbinden. Wir haben vorher, also ich als Kind immer noch erlebt, bei uns hatten wir aus Leibeskräften, ich konnte es als Kind auswendig, obwohl ich wusste gar nicht, was ich da singe, aber es hat mir gefallen, Dies Irae gesungen und anschließend hat man nach der Beerdigung hat man Streuselkuchen gegessen. Ja, das passte gut zusammen. Das muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Das ist das Katholische. Ja. Stock bemerkt weiter. Die ältere Bestattungsliturgie war ganz, wir kommen da gleich noch drauf, war ganz auf die Seele des Verstorbenen konzentriert, dass sie, wie immer es im Leben gelaufen sein mochte, doch mit Gott ins Reine käme, zur ewigen Ruhe, zum ewigen Licht. Und weil das den Hinterbliebenen eine wichtige, aber nicht einfache Sache schien, beteten sie für das Seelenheil ihrer Lieben, ließen für sie Messen feiern, gewannen Ablässe zu ihren Gunsten. Dies auf Gott und die Seele gerichtete Gedenken gewann in den Texten und Melodien der Totenliturgie eine Gedanken- und Gefühle auffangende Atmosphäre. Die neuere Eschatologie, die bibeltheologisch favorisierte Auferstehungstheologie mitsamt Geringschätzung, wir haben das heute Morgen kennengelernt, des griechisch unterstellten Redens von der Seele, die dogmatische Todesmetaphysik mit dem gewagten Konzept einer Auferstehung im Tod, Ratzinger lehnt die komplett ab, also im Tod, wenn ich so im Augenblick des Todes erstehe ich auf, wirbelte die alte Weltanschauung durcheinander. Aber diese wüsten Theorien, die waren damals in den 70er Jahren im Schwang und da hat man die Ritualien gemacht. Und dann steht das heute so in den Gebeten drin. Manchmal muss man zwei Pillen Baldrian nehmen, bevor man solche Texte sprechen kann. Ja. Altes blieb und Neues ging dazwischen. Hinzu kam der pastorale Wunsch, eher die irdischen Gefühle der Trauergemeinde als die Sorge um das Seelenheil des Verstorbenen ins Auge zu fassen. Das ist so ähnlich, ich bete für den Fahrer des Autos, ja, oder für die Fahrerin und nicht sozusagen segne nicht die Kiste hier. Für die Toten, ja, aber die sind doch bei Gott, da kann irgendwie nichts mehr passieren. Da ist doch irgendwie alles schon geritzt. Ja? Also müssen wir uns unsere pastorale Sorge jetzt auf die wenden, die jetzt da sind und trauern. Das ist besonders dann schwierig, wenn jemand stirbt. Also mit diesem pastoralen Konzept ist das dann schwierig, wenn sie der Einzige in ihrer Familie waren, der geglaubt hat. Und sie haben sozusagen, sie stehen in einer Trauergemeinde von Neuheiden, die überhaupt nichts glauben, das ist jetzt nicht schlimm, das ist ihre Freiheit, die dürfen auch nichts glauben. Ja?
und halt eine Beerdigung und alle Texte sind auf die abgezielt und hier vorne liegt tot vor mir einer, der Einzige, der geglaubt hat. Was macht man dann? Den kann ich jetzt, den müsste ich eigentlich trösten, ja, aber den darf ich dann nicht, ja. Und wenn nach dem Wunsch der Hinterbliebenen die Traueransprache schon eine positive Lebensbilanz ziehen soll, tritt der Gedanke des Gerichts, der ja das letzte Urteil über einen Menschen mit Absicht in Gottes Hände gibt, ohnehin in den Hintergrund. Hier machen sich so viele Dinge fest, dass es ist quasi eine unendliche Geschichte. Ich erlebe das ganz oft bei Trauergesprächen und habe ich leider Gottes nicht so viele Beerdigungen, was mit meinem Stellenzuschnitt zusammenhängt. Ich bedauere das immer. Also nicht, dass sich jetzt einige aufmachen und sterben. Ja. Eine kleine Klostergemeinde schon zusammenhalten, ja, aber in die Pfarreien, die Pfarrer haben natürlich viele, 3 oder 4 Beerdigungen in der Woche mindestens. Aber man kriegt bei Trauergesprächen, sofern man sie führt, das ist etwas sehr Wichtiges, eben auch in der Begegnung, seien es Neuheiten, ganz egal, oder der Kirche Entfernte, oder wie immer das geht, kriegt man ganz oft einen Lebenslauf in die Hand gedrückt. Das kommt aus der protestantischen Tradition. In der protestantischen Tradition fällt natürlich das Beten für den Toten aus theologischen Gründen komplett weg. Das lehnt man ab. Muss irgendwas daher. Also gibt man einen Lebenslauf. Also geboren, hat dies gemacht und dies hier. Und dieser Lebenslauf ist natürlich nicht selten, hat auch eine Färbung. Weil man nach dem alten Spruch, dem auch durchs Nini, Nisi, Bene, man will über die Toten nichts Schlechtes sagen. Wobei auch die Beerdigung kein guter Ort ist, über die Toten etwas Schlechtes zu sagen. Ja? Aber das schaukelt sich gegenseitig auf, wenn ich das einfach übernehme. Ich meine, da kann ich mal fragen, in welche Situation komme ich da? Die Familie oder die Angehörigen oder die Ängsten geben mir ihre Sicht des Toten. Ich bin vielleicht jemand, der den oder die Tote gar nicht kannte. Aber nachdem der getauft ist, gehört er zum Leib Christi. Also ist meine Aufgabe, den anständig zu begraben, wie das sich für Christen gehört, auch wenn wir jetzt keine persönlich intime, intensive Beziehung hatten. Ja, gehört dazu. Übernehme ich einfach die Sicht der Angehörigen? Manchmal, wenn Sie ein bisschen die Familiengeschichte kennen, legen Sie die Ohren an und denken, oh, hätte dem vielleicht auch eine Woche vorher gut getan, wenn Sie so über ihn gesprochen hätten. Ja? Oft ist das ein Ausdruck des schlechten Gewissens, das sich da manifestiert. Nicht selten. Ja? Oder Sie haben das von einem Teil der Familie, diese Sicht, das können nicht alle 30 zusammentrommeln oder noch mehr oder 10, und die das gemeinsam schreiben lassen. Das hat meistens einer oder eine gemacht. Und wenn sie sich daran halten, an diese Agenda, dann sitzen 9 andere da drin und sagen, wovon spricht der? Wer meint? Ich bin auf der falschen Beerdigung. Das kann nicht, können wir nochmal nachgucken? Ich gehe nochmal rausgucken, ein Schild lesen, dass da steht, ob das jetzt heute ist. Ist das, ja? Das ist ein großes Problem. Und dann passiert genau das, was wir ohnehin in unserer Gesellschaft haben, dass man sagt, guck dir diese Pfaffen an. Die lügen sich was zusammen, wie es nur geht. Die erfinden frei irgendwas. Die Kirche ist so unglaubwürdig, wie es nur irgendwie geht. Ja, und das ist es. Wir machen uns unglaubwürdig durch solche Dinge. Deshalb, das ist natürlich schwierig, wenn Sie in einem Trauergespräch sind, Sie haben trauernde Angehörige und sagen, wir haben hier schon was für Sie zusammengeschrieben, da haben Sie schon mal was für die Predigt haben. Dann kann man natürlich nicht sagen, ja, so weit kommt das noch, dass Sie mir hier die Predigt schauen oder sowas. Das geht natürlich nicht. Ja, das ist auch nicht gerade pastoral feinfühlig. Ja. Ich sage dann immer, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie sich die Mühe gemacht haben. Ich nehme das mit, ich schaue das durch. Ich werde das nicht wörtlich übernehmen, aber ich schaue, denn meine Aufgabe ist es, nicht den Lebenslauf vorzulegen, sondern vom Glauben her und von der Heiligen Schrift her, die immer noch nicht hier liegt, wir haben recht, von der Heiligen Schrift her, ein Licht auf das Leben und diese christliche Existenz zu werfen, das ist meine Aufgabe. Und das sage ich jetzt nicht, um mich in irgendein Licht zu stellen. Ich habe noch nie erlebt bei Begräbnissen, ja, jetzt seit 20 Jahren oder über 20 Jahren, ich habe mich nie an dieses Papier gehalten. Also wenn davon ein Wort vorkam, war das viel. Aber von dem Eindruck des Gesprächs oder was die mir erzählt haben oder sowas, gehe ich hinterher immer hin und suche die Schriftstelle aus, am Heimweg. Fällt mir manchmal schon eine Stelle aus der Bibel ein. Deshalb ist es gut, wenn man sie im Kopf hat und nicht nur auf den Tisch legt. Oder ich schaue nach, was ist am Begräbnistag für ein Evangelium oder eine Lesung?
oder an dem Tag, wo jemand gestorben ist. Welche Schriftlesungen waren da in der Messe? Ganz normal. Oder was ein Festtag eines Heiligen und so. Ergibt sich immer, ein bisschen Fantasie muss man haben, aber ergibt sich immer eine Brücke. Und in 80% der Fälle kommen die Leute und sagen, sie sind ganz platt, sie haben den noch gar nicht gekannt. Ja? Also sie fühlen sich selber eher aufgenommen, als dass man jetzt diese merkwürdige, selber gemachte Litanei da herunterliest, ja? Wo jeder weiß, oh, das zieht aber an den Zähnen. Also nicht immer, aber doch in vielen Fällen. Wie hat er das hier genannt? Ein Gerichtsgedanke. Auch die Gebete, die wir da gesprochen haben, ja, erlöse ihn, o Herr, mit dieser, das gibt es zwar noch, aber die treten auch immer mehr zurück. Was gibt es zu erlösen? Das ist natürlich auch unglaubwürdig, wenn ich dann am Grab oder bei der Aufbahrung, bei der Einsegnung plötzlich, nachdem ich die Auferstehungsmesse gefeiert habe und gesagt habe, alles paletti, seid getröstet, das Leben bei Christus, als Marz Wiesel, sagt man in Bayern, das ist schon gemacht, ja, das ist kein Problem. Und dann fange ich am Grab nochmal an und sage, erlöse ihn, o Herr. Ja, was denn jetzt? Ein Schritt zurück oder was? Ist er jetzt zurückgeschickt worden? Oder gab es Aufnahmeschwierigkeiten? Ja, ist jetzt eine Balkanroute gewählt? Ja, die Grenze ist zu oder er muss wieder zurück? Oder wie? Was ist der Punkt? Ja? Das ist nicht konsistent. Und wir sind immer noch in der Zwischenphase. Ich finde, das neue Rituale, das es gibt, ist besser als das alte. Es wird ja viel geschimpft über das neue Ritual. Die Texte sind wirklich deutlich besser. Es sind mehr Texte da, sind deutlich besser. Aber sie tragen trotzdem noch immer diese Unsicherheit. Und am besten, Stock nimmt immer moderne Literatur auch zu Hilfe. Und er schreibt in dem Roman Windladen des Schweizer Schriftstellers Jan Lurwink, der als praktizierender Basler Organist offenbar über einschlägige Friedhofserfahrungen verfügt, liest man das so, und er zitiert das jetzt. Die Pfarrer streuen am Grab ein Schaufelchen Erde auf den Sarg hinab und lesen aus ihrem Pflichtenheft vom Heiland und Erlöser vor, der die Toten, die nun ruhten von ihrer Arbeit und in irdenen Kammern schliefen, auferwecken werde am jüngsten Tag. Drinnen in der Kapelle umschiffen ihre Kanzelworte geschickt das jüngste Gericht. Sie lassen nur verlauten, Gott ist kein Gott der Toten, sondern ein Gott der Lebendigen, haben wir heute im Evangelium gehört. Und die Heimat der Seelen ist droben im Licht. Befreit vom Liturgischen ist der Verstorbene nie tot und auch nicht im Schlaf, sondern lebt, und seit er tot ist, erst recht. Noch heute werde er am Tisch des Herrn sitzen, abgestreift habe er seine irdische Hülle, sei ganz und gar Organ des Geistes geworden, welches nicht mehr zum Schneckengang verderbe, was Adlerflug sein möchte. Die Hinterbliebenen lassen derlei Widersprüche durchgehen. Die besten Zuhörer sind sie nicht. Die Pfarrer, diese Wegweiser, Fährtenleser zu den ewigen Gefilden, verkleinern sich zuweilen vor nüchternen Augen zu unterschiedlich talentierten Versicherungsagenten, die im Gespann mit den Beerdigungsinstituten als den Reisebüros für die Jenseitsflüge ihren Policenzahlern die sichere Landung garantieren. Oder sie sind heimlich zurückgelaufen zu ihren Herden und mischen sich unter die, die nicht recht wissen, was sie über den Tod denken sollen und deshalb lieber nicht viel denken. Beschämend eigentlich, aber Realität. Ich weiß nicht, gehen Sie auf Beerdigung? Das geht ja bis, wenn ich unsere Schwestern anschaue, ja. Aber das geht ja bis, wenn Sie anschauen, wie heute Ordensleute, wie Priester begraben werden. Sie können hier, wie heißt der Hund? Wie? Bonnie. Bonnie wird sicher schöner begraben als mancher Pastor. Das ist ein Fiasko. Früher gab es klare auch Regeln für einen Priester, also bis dahin, was der anzieht, dass der Priester im Sarg ein violettes Messgewand trägt. Der trägt wirklich violett. Aber nicht, weil das bei der Beerdigung nach dem Konzil aufgekommen ist, sondern weil er als Büßer vor Gott tritt. Der Priester hat Verantwortung abzulegen für seine Gemeinde und für die Gläubigen, die ihm anvertraut sind, und deshalb muss er im Bußgewand vor Gott erscheinen. Deshalb tritt er violett an. Nicht sein Primizgewand oder was das Fräulein, es gibt ja heute keine Fräuleins mehr, die im Haushalt sind, aber das Fräulein gebartigt hat oder sonst irgendwie einen indischen Sarai oder wird auch nicht, können Sie auf, auf,
auf Priester Todesanzeigen liegen, wird in der Nordsee verstreut. Begräbnis erfolgt zu einem Spektrum. Ja, können Sie, Sie können alles haben. Wahrscheinlich demnächst auf irgendeinem Primizkelch ist der Heimatpfarrer als Diamant eingesetzt oder sowas. Ja? Ist alles nicht, man bringt Leute auf Ideen, man darf sowas nicht gar nicht sagen. Es ist nichts mehr unmöglich, selbst bei unserem eigenen Personal. Dazu gehört natürlich auch die erste Frage, wem gehört der Tote eigentlich? Also diese Klage, diese Rechtsklage, von der ich am Anfang, die ja dann zu Gesetzesänderungen in Nordrhein-Westfalen geführt hat, die basiert auf der Grundlage, dieser Tote gehört uns, sagt die Familie. Und damit machen wir, was wir wollen. Das ist unglaublich. Der kann sich nicht mehr wehren. Und ist ein Eigentum der Familie und stellt ihn auf den Kaminsims oder weil der frech war, kommt er jedes Mal ein bisschen unter die Tomaten oder was? Ja, man kann sich das gar nicht konkret genug vorstellen. Also das heißt, eine Willkür, man kann das auch ja verehren, ob das dann richtig ist, weiß ich auch nicht. Also wenn man sozusagen ein trautes Zwiegespräch immer mit der Urne auf dem Fenstersims führt, das weiß ich dann auch nicht. Aber es ist allem Tür und Tor geöffnet. Wem gehört der Tote? Also auch bei den Priestern ist das so. Ja, es gab hier neulich unmittelbar in unserer Nachbarschaft einen Priester, einen Professor, der wirklich ein bedeutender Mann war. Der saß in vatikanischen Kongregationen. Der wurde heimlich begraben. Es gab kein öffentliches Begräbnis, weil die Familie das nicht wollte. Und wenn Sie auf den Friedhof gehen und das Grab suchen, werden Sie es nicht finden. Ist kein Name, darf nicht sein. Weil wir da, und da ist der Heimatpfarrer dann mit verbunden, wir wollen da keine Pilgerstätte haben, sodass da immer Leute von außen kommen und irgendwie das Grab suchen. Das ist eine posthume Entmündigung. Was ist das? Und dann frage ich mich, wo ist die Kirche? Wo ist das Bistum? Wo ist der Bischof? Der sagt, Entschuldigung, dieser Tote gehört nicht euch. Familienehren, und man muss da keinen Krieg führen, ja? Aber der Tote gehört nicht euch. Der tote Priester gehört zunächst mal der Kirche, Punkt. Da kann eine Familie nicht einfach sagen, nee, der wird verbrannt oder wird sonst was gemacht. Der ist, glaube ich, in diesem Fall ist es sogar auch so gewesen. Das kann eine Familie nicht entscheiden. Da muss der Bischof entscheiden. Das sind nur Beispiele dafür, da ist alles im Fluss. Und der nächste Windhauch, da brauchst du gar keinen Orkan zu, lässt das nochmal weg. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darüber vergewissern, weil das unmittelbar korrespondiert mit unserem Glauben. Und ich meine, in diesem Fall, bei diesem Professor ist das besonders tragisch, weil der wirklich so überzeugt war und auch noch Liturgiker war. Und das ist wirklich, kein Hund wird so begraben. Unsäglich. Also das, was wir glauben, das muss sich auch niederschlagen in dem, wie wir den Glauben leben und vor allen Dingen in der Liturgie. Und natürlich hat es in der Vergangenheit wir haben das ja eben schon gehört in den Linien, eine Verengung gegeben, sodass es nur darum geht, rette deine Seele. Ja? Ich gucke für mein Seelenheil und der Rest ist mir egal. Und dass dann natürlich ein Gedanke des Gerichtes, der vollkommen legitim ist. Also wenn wir morgen Lesejahr A hätten, haben wir aber nicht B, haben wir. Im Lesejahr A würden wir Matthäus 25 lesen, morgen am Christkönigssonntag, ja, dass Christus, wenn er wiederkommt, die Völker vor sich versammeln wird und nach rechts und links sortiert. Nach dem Evangelium, wir haben es zuletzt jetzt am Martinstag gehört. Ich war nackt und ihr habt mir Kleidung gegeben, ich war durstig, ihr habt mir jetzt Trinken gegeben, ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Nach diesen Kriterien sitzt Christus zu Gericht über die Völker. Ja, da kann man lange diskutieren, aber dieses Evangelium wird man nicht auch herausschneiden können. Genauso wie man die Stellen der Apokalypse nicht herausnehmen kann und andere Gerichtsworte Jesu nicht herausnehmen kann. Die gibt es. Das heißt aber nicht, dass das alles ist. Natürlich gibt es auch, und das kam in der alten Liturgie sicher zu kurz, eine Auferstehungshoffnung. Natürlich, das ist der zentrale Glaubenssatz des Christentums. Das muss auch irgendwo vorkommen. Aber die Frage ist, und irgendwie habe ich den Eindruck, wir stehen genau dazwischen. Wie tarieren wir das aus?
Das ist seit den ältesten Zeiten der Kirche, dass man die Eucharistie feiert, dass die Kirchenväter nicht müde werden, zu sagen, feiert die Eucharistie für die Toten, für die Toten. Betet für die Toten. Also bestellt eine Messe, das, so würden wir das heute sagen, dazu fordern die Kirchenväter schon auf. Und im Moment sehen wir bei uns kirchlicherseits, ich verstehe die Not, mir geht es nicht einfach nur darum, jetzt sozusagen, aber das ist aber ganz falsch und dann, ne, man würde ja nur zeigen, dass man da auch von der Wirklichkeit keine Ahnung hat. Aber unsere Entwicklung ist genau entgegengesetzt im Moment. Ich sehe nicht die Ermutigung, sonst wollen wir immer zu den Ursprüngen zurück, dass in der Pastoral dort ein wichtiges Feld ist. Das lese ich nirgendwo. Ich lese aber gleichzeitig, dass in allen Diözesen die Möglichkeit, jetzt etwa in meinem Inkardinationsbistum, die Möglichkeit eröffnet, dass jetzt Ehrenamtliche die Begräbnisse halten. Noch nicht mal mehr ein Diakon oder ein Pastoralreferent oder Pastoralreferentin, sondern Ehrenamtliche, die dafür geschult werden. Gut, das mag auch in anderen Teilen der Welt so sein. Für uns ist das sehr fremd. Ja? Aber das heißt, wir lagern einen Kernbereich der Sorge, auch der Sorge um die Toten, aus. Es gehört zur Grundsubstanz des Christlichen, auch der christlichen Liturgie. Es gab in der alten Kirche zwei Anlässe, Eucharistie zu feiern. Das eine war der Sonntag und das andere war der Tod des Christen. Und jetzt vergleichen Sie das mal mit heute. Ich meine, heute sind wir ja wieder so weit. Das gibt es ja kaum noch irgendwo eine Messe. Ich überzeichne jetzt, aber die Entwicklung ist ja so. Aber es wird auch kein Requiem mehr gefeiert. Das wird dann teilweise in die Sonntagsmesse reingenommen, was kirchenrechtlich gar nicht geht. Weil die Sonntagsmesse ist die Sonntagsmesse, die wird für die Pfarrei gefeiert, die kann nicht für die Toten gefeiert werden. Aber da, weil wir das Kirchenrecht, das ist ja so rechtliche Regelungen, wo das einen tiefen Sinn hat, ja, liest man manchmal Intentionen, 150 Namen stehen da irgendwie in diesem Pfarrbrief drin, wobei auch klar ist, der Priester darf, wenn überhaupt, an diesem Sonntag kann er gar keine feiern von den Namen, die da stehen. Noch nicht einen, weil er ist verpflichtet vom Kirchenrecht für die Pfarrei die Messe zu feiern. Das heißt, die anderen 150 Namen, da wird das Geld vom Pfarrbüro vereinnahmt und wird irgendwo in die weite Welt geschickt, damit irgendein Priester in Indien oder in Afrika oder in Lateinamerika, je nachdem, wen man da unterstützt, da wird die Messe gefeiert. Das sagen wir aber nicht, weil dann die Leute verschreckt werden und vielleicht auf die Idee kämen, das selber noch irgendwie in die Hand zu nehmen und in Afrika jemanden zu fragen, ob er das macht. Und die Sorge im Umgang mit dem Tod, wo ist die? Also wenn, ich bin sehr dafür, dass die Auferstehungstheologie im Mittelpunkt steht, keine Frage, wir sind nach Paulus ohne Auferstehung nichts. Wenn die nicht ist, haben wir gar nichts, können wir einpacken. Können wir so ein Seminar sparen, dann fahren wir jetzt gleich auf den Weihnachtsmarkt und saufen uns die Hucke voll und lassen den lieben Gott einen guten Mann sein, das ist es dann. Aber da gibt es ja auch keinen Weihnachtsmarkt, stimmt. Aber der heißt vielleicht schon Wintermarkt, dann ist es eh wieder gut. Passt es wieder. Aber die Situation, die entsteht angesichts des Todes in einer Familie, auch von mir aus in einer der Kirche entfremdeten Familie, die kriegt man so schnell nicht wieder geschenkt, pastoral. Das ist manchmal mühsam. Aber dort hinzugehen oder auch im Gottesdienst, ein Passen nicht zu labern, sondern die Liturgie zu feiern und bei der Predigt ein passendes Wort zu sagen. Das muss übrigens gar keine Viertelstunde sein. Ich muss weder den Katechismus vorlesen, sondern ich muss nur selber das, was ich tue, ernst nehmen. Das ist schon die erste Botschaft. Wenn genau das rüberkommt, was Stock hier beschreibt, nämlich diese undefinierbare Mitte, ach ja, man kann doch nicht und man will ja auch nicht und ja, und es ist am Schluss alles so pink. Unentschieden pink, da kommt keiner zum Glauben. Also die erste Botschaft ist, dass wie ich Menschen begegne, und zwar als Vertreter der Kirche. Und die zweite Botschaft ist das, was ich dann wirklich ausrichte. Und da ist die Bibel voll von Situationen, von indirekten Situationen, von direkten Aussagen, wie auch immer. Das ist ein Gefühl, das man entwickeln muss, der Abwägung, was auch dieser Existenz oder dem Leben des Verstorbenen oder auch der Situation, auch der Familie, das muss man alles im Blick haben, angemessen ist. Aber das ist die Kunst. Ich meine,
sonst machen wir demnächst einen Beerdigungsapparat. Das kommt dann sicher auch. Den nächsten Schritt nach den Ehrenamtlichen sind dann Beerdigungsroboter. Ist auch schön. Dann legen wir, können die auswählen, da gibt es 5 CDs zur Auswahl, ob die das eher so ostkirchlich wollen oder eher so mit neuem geistigem Liedgut. Und dann geht das alles vonstatten. Ist auch schön. Bezahlt man und dann... Wobei ich davon ausgehe, dass der Roboter dann vorher gesegnet wird, bevor er das machen darf. Ja, aber okay. Ja, so, das ersetzt dann das Personal. Ja, aber. Deshalb bitte ich, einen Blick hier reinzuwerfen. Das ist der älteste greifbare Ordo für die Begräbnisliturgie. Um mal zu schauen, was es da für Punkte gibt und gab.